Ich bin kein Freund von Ratschlägen, sondern von Erfahrungen. Also wenn du mich jetzt nach einem Rat fragen würdest, ja, zu irgendeinem Thema, würde ich fragen, ob ich dir eine Erfahrung teilen kann. Und wenn ich zu dem Thema eine Erfahrung habe, würde ich dir diese Erfahrung teilen. Dann kannst du damit machen, was du willst. The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Mein heutiger Gast ist auf einer ganz besonderen Reise. Zuerst hat er es geschafft, Kaffeebars in Unternehmen zu etablieren und daraus ein 400-Personen-starkes Unternehmen zu machen. Jetzt aber nutzt er seine Erfahrung, um einen noch größeren Hebel zu haben. Er ist unter anderem Mentor-Coach für Gründer nach den ersten Finanzierungsrunden. Und sein Fokus liegt auf etwas, das für mich im ersten Moment nicht mit Gründung zusammenpasst. Das ist Leichtigkeit. Was das zu bedeuten hat und welche Erfahrungen ihn dorthin geführt haben, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Christian. Ja. Mega cool, dass du die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und ja. Vor allen Dingen, du hast mich zu dir nach Hause eingeladen. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ich habe ja auch zurzeit gar kein Büro. Ich arbeite, bin ja passionierter Homeofficer, seit ich mein Unternehmen verkauft habe und jetzt daheim arbeite. Und mir taugt das ganz gut. Ja, und vor allen Dingen, du hast es ja auch echt schön mit Blick ins Grün Ja. und in der Nähe eines Feldes, Ja. wo man Auslauf hat. Genau. Und dann Wald bis Wolfratshausen. Das ist wirklich Ja, schön hier. richtig schön. Leichtigkeit. Was hat es damit auf sich? Ganze Menge. Also ich meine, Leichtigkeit ist ja ein Generalismus. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was für dich Leichtigkeit bedeutet, ist es höchstwahrscheinlich was anderes, als es für mich bedeutet. Also so Generalismen sind ja alle Sachen, die wir nicht in eine Schubkarre packen können. Also Mikrofon, wissen wir, wovon wir reden. Leichtigkeit, wissen wir halt noch nicht, wovon wir reden. Positivität, oder? Und Positivität ist auch wieder ein Generalismus. Verstehst du was Ah, anderes okay. als ich Ja. darunter? Genau, also Leichtigkeit. Mir geht es um Leichtigkeit im Sinne von entspannter Produktivität. So, was bedeutet das denn? Ich möchte schon Sachen machen und erreichen. Ich möchte Ziele erreichen. Ich möchte Sachen erleben im Leben. Ich möchte vorankommen. Ich möchte vielleicht auch Veränderungen bei anderen Menschen induzieren. Das ist so meine Produktivität. Oder jetzt einen Shop aufbauen für entkoffeinierten Kaffee oder die Remote Leadership Academy, die Chief of Anything Academy. Das sind Produkte, das sind Ziele, Ergebnisse, die ich erziele. Und die möchte ich mit Leichtigkeit erreichen. Oder entspannt oder relaxed möchte ich die erreichen. Also Also sich nicht zu versteifen und nicht zu verbissen, ein nicht zu Ziel zu erreichen. verbissen, ja? Und eben mit einem klugen Nutzen meiner Energie, meiner Produktivität, meiner Lebenszeit, das auch zu erreichen. Und da gibt es natürlich jetzt viele Sachen, die da dran hängen. Also das eine ist erstmal, dass ich erstmal weiß, wie bin ich denn eigentlich und wie kann ich denn persönlich mit Leichtigkeit Ziele und Ergebnisse erreichen. Also mich selber zu verstehen und dann eben auch die anderen zu verstehen, wie sind die denn? Und wie können wir so zusammenarbeiten, dass wir entspannt produktiv sind. Ich habe ja im Intro schon gesagt, du hast ja also Kaffeebars aufgebaut und zwar nicht so wenige und auch mit einiges an Mitarbeitern. War das das erste Unternehmen, was du aufgebaut hast? Das war das erste Unternehmen, was ich aufgebaut habe, tatsächlich zusammen mit dem Ralf, genau. Kiko die Café, also Kaffeebars in großen Unternehmen. Und da gebe ich zu, war so entspannte Produktivität mitunter noch nicht so mein Ding. So richtig ordentlich Arbeit, oder? Das war richtig ordentlich Arbeit und eben auch oft brutale Anstrengung und Verbissenheit ja, und ich bin ja da auch dann zeitweise fast in Burnout gelaufen, weil es einfach, ja, weil es zu viel war dann zwischendurch. Und ich habe das dann so mit der Zeit immer mehr entdeckt, dass ich auch Sachen erreichen kann, ohne, ja, was ist das Gegenteil von entspannter Produktivität? Also ist das vielleicht Stress. Stress. Ja. Also ohne schlechten Stress. Ich meine, es gibt ja auch guten Stress. Also ich meine, ich mache jetzt auch viele Sachen, die von außen her gesehen stressig sind und so. Und ich brauche auch Urlaub zwischendurch, ganz klar. Nur je entspannter ich an Sachen rangehe, umso leichter fällt es mir, die Ergebnisse zu erzielen. Und umso mehr Optionen sehe ich auch, um den richtigen Weg irgendwo hinzugehen. Wie lange hat es denn gebraucht, um von der Gründung bis zu dem Punkt, wo du das Unternehmen auch verkauft Na. hast? Wie viel Zeit ist dazwischen? 14 Jahre. 14 Ja. Jahre. Wie alt warst du, als du gegründet hast? 32.
Ach ja, ja. Richtig jung. Ja, damals war ich noch jung, nur hatte ich noch ganz viel Haare. Also von deinem Wesen her siehst du aber eher aus wie ein Wissenschaftler, muss ich ehrlich sagen. Was hast du vorher gemacht? Leading question. Ich habe ja Physik studiert, tatsächlich. Ah, okay, Physiker. Ja. Okay. Und hatte da auch zwischendurch das Gefühl, ja, ich möchte gerne Professor werden. Bis mir dann mein guter Freund René, also René, wenn du das hörst, vielen Dank, dann gesagt hat, da war irgendwann ein Seminar und da hat er dann gemeint, hast du dir das überlegt? Guck dir mal die anderen Leute an, die hier im Seminar sitzen. Willst du einer von diesen werden? Okay. Und ja, und dann habe ich tatsächlich, also die waren alle nett. Ja? Also nicht deswegen wollte ich nicht so jemand oder in der akademischen Laufbahn bleiben, sondern einfach, weil ich öfter neue Sachen machen muss. Mhm. Also tatsächlich muss, ja, also nicht jetzt in dem echten Sinne, sonst langweilt es mich und ja, ich brauche immer wieder neuen Input, neue Sachen, auf die ich reagieren kann. Und deswegen wäre höchstwahrscheinlich eine akademische Karriere nichts für mich gewesen. Ja, ein Proto lässt sich auch nicht zweimal erfinden. Ne? Das gab es ja schon. Ne? Ja, genau. Also ja. Ich habe ja tatsächlich meine Diplomarbeit am Higgs-Boson gemacht. Ja, das ist ja dann jetzt vor 10 Jahren entdeckt worden oder tatsächlich nachgewiesen worden. Ja. Also war eigentlich schon ein spannendes Thema. Nur habe ich dann gedacht, okay, es gibt andere, die können über einen viel längeren Zeitraum viel konzentrierter an diesem Thema arbeiten, als ich das jemals machen möchte und machen werde. Wie war das dann vom Gefühl her, die Entscheidung, sich jetzt von der Physik zu trennen und ein Unternehmen zu gründen? Ich habe ja dann zwischendurch noch in Konzernen gearbeitet. Ich war erst bei Airbus und dann noch bei der Hypovereinsbank. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass das Schönste am Tag ist, mit den Kollegen Kaffee zu trinken. So, und daraus ist dann diese Idee entstanden, Kaffeebars in großen Unternehmen zu machen. Dann habe ich dann mit meinem Personalbetreuer, dem Ralf, gesagt, hey, wir müssen irgendwas zusammen machen. Wir müssen irgendwo mal vernünftig Geld verdienen. So. Und dann haben wir das Unternehmen gestartet. Lief da alles nach Plan? Die Vorannahme jetzt in deiner Frage ist, dass wir einen Plan hatten. Hattest du nicht wahrscheinlich, gell? Ja, also wir hatten natürlich schon gedacht, okay, wir machen jetzt Kaffeebars und dann haben wir irgendwann 20 und dann verdienen wir viel Geld und dann ist alles gut. Also so auf der Ebene hatten wir tatsächlich den Plan ganz am Anfang. Und dann ist natürlich, je größer das Unternehmen geworden ist und je mehr Mitarbeiter dann da waren und je mehr Kunden wir hatten, umso ausgefeilter wurden dann natürlich die Pläne. Und es war immer der Plan zu wachsen und dann irgendwann mal auch damit richtig Geld zu verdienen. Mhm. Hat das lange gedauert, bis du oder dass ihr so aufgestellt wart, dass man gut davon leben konnte? Ja, 7 bis 10 Jahre. Es ist ja trotzdem eine Zeit, ne? Es ist eine Zeit, ja. Habt ihr euch einen Investor geholt? Am Anfang nicht. Genau, am Anfang haben wir das mit unserem eigenen Geld und Finanzierung über Leasing oder Bankdarlehen gemacht. Und dann, so nach 13 Jahren, haben wir gesagt, wir müssen jetzt endlich mal das ganze Finanzthema auf ein solides Fundament stellen, um dann das weitere Wachstum auch finanzieren zu können. Dann haben wir Investoren gesucht, Investoren gefunden und in dem Rahmen auch gleich unsere Anteile oder die meisten unserer Anteile verkauft. Und, das ist total spannend, weil ihr habt ja erstmal was aufgebaut und habt euch dann eine Finanzierungsrunde geholt, als ihr schon bewiesen hattet, dass es funktionieren wird, ne? Oder ja. Musstet ihr ganz anders dann argumentieren, als es darum ging, einen Investor mit ins Boot zu holen? Mhm. Musstet ihr dann ganz anders das Unternehmen aufbauen für diesen Punkt? Oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Also was mir so im Nachhinein aufgefallen ist, ich meine, ich bin ja jetzt so in dem Startup-Umfeld. Ich kenne Investoren, ich kenne Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich hatte dieses Ökosystem nicht. Also das kann Leute. Auch sein, ja, dass wir da eben am Anfang waren. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, also 2003, knapp 20 Jahre genau, haben wir gegründet. Und das heißt, wir hatten kaum Kontakt mit anderen Startups. Wo man sich ja dann austauschen konnte, ne? Ja, wo wir uns hätten austauschen können und so weiter. Also das habe ich erst viel, viel zu spät kennengelernt. Das heißt, wir haben halt dann mit dem Wissen, was wir hatten, gut, ich habe ja auch BWL studiert, Ralf ist auch BWLer, mit dem Wissen, was wir hatten und dem, was wir von Beratern und von Banken und so weiter zusammengesammelt haben, haben wir halt nach unserer besten Option gehandelt.
Euch das eigene Bild kreiert, genau, wie es sein könnte. Ja, genau. Ja. Stark. Höchstwahrscheinlich würde ich dies jetzt anders aufbauen. Klar. Ich meine, 20 Jahre Erfahrung. Ja, es ist eine andere Ausgangssituation natürlich. Ja. Ja. Aber es lief dann so weit, dass ihr an irgendeinem Punkt dann gesagt habt, jetzt gebe ich das ab. Ich möchte mich wieder auf mich konzentrieren und noch ein paar andere Ideen verfolgen. Genau, ich hatte dann die Chance und bin dann relativ schnell auch ausgestiegen nach 6 Monaten, nachdem wir die Finanzierung hatten. Und genau, dann habe ich gedacht, jetzt kümmere ich mich mal um mich selbst und habe, weil ich ja einfach immer viel zu viele Ideen habe. Was kam danach? Danach habe ich erstmal eine NLP-Ausbildung gemacht, neurolinguistisches Programmieren, wo es praktisch darum geht, wie kann ich mit Sprache mein Denken und auch das an anderen verändern. Mhm. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Also da kommt auch so diese Formulierung der Leichtigkeit, habe ich dann da entdeckt. Ich habe vorher schon Ansatzpunkte in die Richtung dann entwickelt, selber, nur das hat es dann auf ein ganz anderes Fundament gebracht. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, also zum Coach und zum NLP-Kommunikator. Und genau, also fast alles, was es da gibt. Und habe dann gemerkt, dass ein Bedarf da ist, dass ich mit anderen Menschen über Führung spreche. Also über Management, wie kriege ich in einem positiven Sinne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, das zu tun, was ich will. Und B, was will ich eigentlich? Was will ich selber erreichen? Mhm. Ja, weil bevor ich mit entspannter Produktivität anfange und Ziele erreichen möchte, darf ich ja erstmal wissen, wie die aussehen sollen, die Ziele. Was will ich denn eigentlich erreichen? Mhm. Das war, glaube ich, bei Alice im Wunderland. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, führt mich jeder Weg hin. Das stimmt. Da gibt es viele Wege. Genau. Ja. Und so eben herauszufinden, was will ich denn eigentlich, was möchte ich denn erreichen, um damit dann daran zu arbeiten. Und daraus ist dann auch die Idee entstanden, die Akademie zu gründen. Genau, also die Chief of Anything Akademie, wo wir Remote Leadership Training machen. Die kam zustande, weil ich halt gemerkt habe in den Coachings, in den Mentorings, die ich gemacht habe, es sind immer dieselben Themen. Dann habe ich gedacht, okay, könnte ich Seminare anbieten, um praktisch allen, die bei mir Coachings haben wollen, dass die auf dem gleichen Stand dann sind und dann können wir vernünftig weiterarbeiten. Und das habe ich dann dem Michael erzählt, dem Michael Portz, meinem Mitgründer da. Und dann hat er gesagt, genau dieselbe Idee habe ich auch gerade. Das war in derselben Lebensphase. Und habe gesagt, ja, dann lass uns doch selber die Seminare machen. Okay, das heißt, die Inhalte sind dann auch noch eure Seminare? Genau. Also alles, was wir gelernt haben, alle unsere Themen. Stark. Und dann haben wir angefangen mit Offline-Seminaren. Also sind dann durch die Städte getingelt, Frankfurt, Berlin, Köln, München, haben die Chefseminare damals noch angeboten. Mhm. Und dann kam Covid und wir hatten vorher schon mit unserem Podcast angefangen. Und dann glücklicherweise kam Covid und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt keine Seminare mehr machen. Und dann haben wir unser Buch geschrieben und dann am Ende des ersten Jahres, war dann 2020, gell? Ja, 2020, haben wir dann gesagt, wir bauen jetzt aus den ganzen Inhalten, die wir haben, ein Remote Leadership-Programm. Mhm. Also wo praktisch mit Seminaren, wo Unternehmen ihre Teamleads, ihre Führungskräfte hinschicken, damit die ganzen Tools lernen. Und ist das dann schon aufgezeichnet oder ist das live mit euch? Also das war alles noch live. Ja. Und damit, mit den Live-Seminaren, haben wir es jetzt nochmal geschärft und jetzt gibt es ab Herbst dann die Masterclass als Videokurs. Okay. Damit ihr dann wahrscheinlich auch besser skalieren könnt, oder? Also erstens, genau, also klar gibt es interne Gründe, Skalierung ist dann einfacher. Ja. Und es gibt, also der hauptsächliche Grund ist tatsächlich der externe Grund. Es ist für die, oder wir haben viel Feedback dazu gekriegt, dass die Remote-Seminare, die wir gemacht haben, die Chief-Seminare, cool sind. Ja? Und dass sie halt einfach 3,5 Stunden dauern. Und dass sie halt zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen. Und es gibt ja verschiedene Lerntypen. Ja? Und manche wollen halt dann die Sachen, die wir vielleicht noch zweimal angucken. Was wir jetzt halt machen, ist, das gibt das Videoprogramm und einmal oder alle 2 Wochen dann wie eine Art Sprechstunde, Q&A-Sessions, wo dann der Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Teilnehmern, Teilnehmerinnen dann stattfindet. Okay, und ich stelle mir auch so vor, wenn du bist ja auch so ein Typ, du denkst ja auch schon viel, viel weiter, auch mit, du hast ja auch andere Ideen noch, die du gerne angehen möchtest. Und wenn du dann immer wieder das Gleiche erzählst,
da fängt wahrscheinlich auch dann so intern, wo du sagst, okay, ich will auch noch die anderen Sachen erreichen, aber wenn ich immer wieder an diesen einen Punkt zurückkomme, wo ich mich nicht weiterentwickeln kann, dann stoppt es dann auf eine Art oder es fängt mich an zu langweilen, ja. Oder? Ja, was ich halt mag, ist Sachen von 0 auf, ja, kann man jetzt streiten, 80% aufzubauen. Mhm. Ja. Pareto. Oder? Ja, oder vielleicht auch 90, ja, ich weiß ja, okay. Es nicht genau. So, höchstwahrscheinlich nur auf 50%. und dann gilt für mich die Regel, das ist also eine meiner Management-Grundregeln, wenn es jemanden im Unternehmen gibt, der es auch machen kann, macht diejenige es. Mhm. Dann ziehst du dich dann zurück? Dann ziehe ich mich ziemlich schnell zurück. Ja. Und das haben wir jetzt geschafft. Also wir haben die, zuerst haben wir die Trainings gemeinsam gegeben, dann hat der Michael die alleine gegeben, eine lange Zeit lang. Und jetzt haben wir andere Trainer, die das übernehmen. Ja, also es kann jetzt jemand diese Trainings geben. Dann macht jemand anders diese Trainings. Mhm. Weil dann, das gibt mir sofort die Chance, mich dann wieder auf neue Sachen zu konzentrieren. Und also jetzt? Delegationsregel Nummer 1. Wenn es jemand gibt, der es machen kann, macht diejenige es. Ja. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Wenn vor allen Dingen, wenn die Qualität auch nicht drunter leidet, sondern wenn es jemand auch gut machen kann, dann ist es ja klar, dass du willst ja auch ein Stück weitergehen. Ja, vielleicht leidet die Qualität am Anfang kurz drunter. Also das gibt es manchmal, dass so ein kleiner Dip ist, ja, durch Anlernphase, durch Trainingsphase. Nur im Endeffekt wird die Qualität steigen, weil diejenige sich ja darauf konzentrieren kann. Das ist ja dann für jemand anders der Hauptjob. Das zu machen. Und für mich ist ja im Prinzip alles, was ich mache, ist ja Nebenjob. Kann man sich kaum vorstellen, ne? ja, oder in einem Nebenjob ist vielleicht ein falscher Ausdruck, nur ich mache halt alles, was ich mache, hoffentlich zum ersten Mal und dann nicht lange. So lange, bis ich es kapiert habe. Würdest du dir auch manchmal das, die Kaffeebars wieder wünschen? Oder sagst du, nee, das war gut so, das war eine spannende Zeit, ich habe viel mitgenommen? Ja, das war eine spannende Zeit, ich habe viel mitgenommen. Okay, das reicht also nur. Ja, also es ist vielleicht, das ist jetzt ein ganz, ganz unfairer Vergleich, nur ich war jetzt neulich mal wieder bei meiner Tochter im Gymnasium, musste ich noch irgendwas abholen. Die ist halt seit einem Jahr draußen. Ich gehe halt in dieses Gymnasium rein und habe mich so erinnert, wie war es denn früher bei mir, als ich im Gymnasium war. Ja, es war genau die richtige Zeit, als ich im Gymnasium war. Ich habe eine Menge gelernt. So, nur jetzt wieder ins Gymnasium zu gehen, ich bin... Geht nicht. Nee, ich bin jetzt vollkommen anderer. Ich bin irgendwie auf einer anderen Trajektorie gerade unterwegs. Ja. Andere Orbit. Ja. So, und jetzt bin ich halt gerade da, wo ich jetzt bin. Und da bin ich halt in ein paar Jahren auch nicht mehr. Und also, ist jetzt... Du bist ja auch dem Kaffee treu geblieben. Ja, ja, genau. Also, um den Übergang ist noch zu deinem... zum nächsten Ding. Du hast jetzt ja auch entkoffinierten Kaffee, den du verkaufst, was auch so eine Idee ist. Ja. Was steckt dahinter? Ich versuche nur den Zuschauern, die dich nicht kennen... unser diese, erstes dieses Telefon, gesamte Bandbreite. Diese gesamte Bandbreite um dich herum, Christian, irgendwie so ein bisschen zu beschreiben, ne? Weil das ist nicht so einfach, dass jemand gründet ein Restaurant, baut es auf und führt es bis zum Leben weiter, sondern du hast mit etwas gestartet und auf einmal kam noch was anderes hinzu, die Akademie hinzu, das Buch hinzu, der Podcast hinzu. Man merkt, dass dein Kopf weiter wuselt und du Bock hast, noch mehr zu machen. Und auch ein breites Interessenspektrum hast. Mhm. Du hattest vorhin auf der Terrasse mir gesagt, als ich sagte, naja, eigentlich bist du auch spitz in deiner Zielgruppe. Mhm. Nur hast du halt mehrere. Ja. Wie hast du es beschrieben? Also ja, dieser... Sequenzieller Fokus. Sequenzieller Fokus. Ja, also es wirkt vielleicht so nach außen hin, als ob ich unfokussiert bin, weil es halt einfach so viele Themen gibt. Nur in den einzelnen Themen und also praktisch so raumzeitlich aufgeteilt, bin ich ziemlich, ziemlich fokussiert. Und Höchstleistung natürlich, ne? Ich hoffe es, oder 80%. 80%, 50. Ja, ich hatte es beschrieben wie dieses Auge bei Herr der Ringe, dieser Turm da, wo dann dieses Auge sich auf irgendwas konzentriert und so dieser knallharte Fokus eine gewisse Zeit lang und dann geht es woanders hin. Und das beschreibt, glaube ich, so meine Arbeitsweise am besten. Und dieser Fokus kann tatsächlich wie 14 Jahre lang jetzt auf Kaffeebars sein. Oder ich meine, Physikstudium hat auch 6 Jahre gedauert. Und da war ich knallhart drauf fokussiert. Nur dann, und woanders hingucken. Und jetzt... jetzt war die Frage. Genau, die Frage, du hast... Wir fokussieren uns wieder zurück. Du hast jetzt immer noch den Kaffee wieder, oder du hast den Kaffee wieder für dich entdeckt, und zwar entkoffinierten Kaffee. Mhm.
Ich meine, ich liebe Kaffee und ich liebe auch das Koffein, obwohl ich es nicht spüre. Aber also für mich wäre es jetzt nicht ideal, einen entkoffeinierten Kaffee zu trinken. Vielleicht. Vielleicht, also, ja, wenn ich Herzrasen hätte. Probier's mal aus, Herzklappen raus. Ja, okay. Ja. Aber das ist jetzt etwas Neues, wo du sagst, das probierst du jetzt aus. Und was, erzähl mal ein bisschen. Ja. Okay, also wir probieren es nicht aus. Also das ist so, das andere Bild, was ich so mag, ist bei Star Wars auch. Was habe ich vorhin? Herr der Ringe. Also das ist ja bei Herr der Ringe und nicht Star Wars. Bei Star Wars, wo der Luke Skywalker dieses Ding aus dem Sumpf heben soll und sagt, ja, ich kann es ja versuchen. Und dann sagt der Yoda, tu es oder lass es, ja, und versuche es nicht. Genau, also wir tun es, genau. Und also da ist die Geschichte, ich habe ja bei Kigo die Café, so mein letztes großes Projekt war, eine Rösterei aufzubauen. Also praktisch, dass wir den Kaffee, den wir an den Kaffeebars ausschenken, selber rösten. Und das war ein cooles Projekt. Wir sind dann nach Brasilien gefahren zum Kaffee einkaufen, haben die Anlage in Betrieb genommen und so. Also eine echte Produktion aufgebaut. Das war cool. Und dann vor 2 Jahren oder so kam die Sabine, eine gute Freundin von mir, auf mich zu und hat gesagt, sag mal, entkoffinierter Kaffee, wäre das ein Geschäft? Und ich so, naja, was soll das sein? Also, so wie bleifrei tanken oder alkoholfreies Bier. Das ist ja nichts Gescheites. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und der Punkt ist tatsächlich der, dass höchstwahrscheinlich viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben gerne Kaffee trinken wollen, ohne die Wirkung des Koffeins zu haben. Also sprich in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, in der Reha, für mich zum Beispiel abends, also ich trinke halt abends gerne Kaffee und das ist das beste Mittel gegen eine Flasche Wein abends, also einfach noch eine Kanne Kaffee zu trinken. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist ein Riesengeschäft und sie kann das Marketing, aber sie hat keine Ahnung von Kaffee. Dann habe ich gesagt, naja, das ist Kaffeethema, das ist das Geringste. Ich weiß genau, was ich machen muss, um das ans Laufen zu bringen. Und ich habe keine Ahnung vom Marketing. Und dann haben wir gesehen, da haben wir einen Fit und jetzt machen wir das. Okay, und ihr habt auch eine Zielgruppe euch ausgesucht. Genau, wir haben gedacht, wie testen wir das? Und der Ansatzpunkt wieder spitze Zielgruppe. Also nicht testen, nicht probieren. Ne? Also wir testen, das. Genau. Ja, genau. Wir testen, wir machen, ist testen. Verschiedene Ansätze. Wir haben Performance Marketing getestet. Wir haben also Fokus darauf. Wir haben Fokus auf AdWords und verschiedene Sachen. Und jetzt arbeiten wir mit Influencerinnen. Genau. Und praktisch ganz spitze Zielgruppe. Wir sprechen Schwangere auf Instagram an. Und wenn wir wissen, wie das funktioniert, dann können wir Reha-Patienten in der Apotheke umschauen oder so. Ansprechen. Nee, weiß ich noch nicht, was dann passiert, nur eins nach dem anderen. Und wir sehen halt einfach, die Wiederkaufsquote ist so enorm hoch. Also wenn wir mal jemanden dazu gebracht haben, den Kaffee zu kaufen, die kaufen wieder. Und das finde ich toll, weil das zeigt, dass die Qualität stimmt. Das heißt, er ist lecker und hat auch nicht die Koffeinwirkung, die er haben genau, ja. hätte, ja, genau. wenn er Koffein hätte. Genau. Ja, und der schmeckt gut, also wie normaler, also wie koffeinhaltiger Kaffee. Ich fand eben deine Korrektur spannend, dass du gesagt hast, wir probieren es nicht, wir machen es. Ja. Und ich meine, der Unterschied ist ja enorm zwischen, ich probiere das jetzt mal, das sagt man auch schnell aus so einem Lapidaren heraus, so, ach komm, ich probiere das jetzt mal und wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Aber es fließt halt trotzdem Energie rein. Ja. Wann kam der Punkt, wo du sagtest, okay, ich mache das jetzt? Also zwischen deiner Bekannten, die dich fragt, und der Entscheidung, ich mache das, ist ja auch etwas in dir entstanden. Also was hast du dir überlegt, dass die Überzeugung danach kam, ich mache das jetzt und mache das groß? Also was mich überzeugt hat tatsächlich, war so diese Aussage, die wir dann für uns geschärft haben, für bestimmte Zeiten ist das ein Angebot, was Menschen brauchen. Ja, also, oder anders, positivrum, so für die meisten Menschen, im Leben von den meisten Menschen gibt es irgendwann eine Zeit, wo das richtige Angebot ist. So, dass, als ich mir das klar gemacht habe, war ich dann schon mehr in Richtung Testen als Probieren. Okay. Genau. Und beim Probieren, jetzt vielleicht nochmal da so linguistisch drauf geguckt, beim Probieren habe ich ja schon das,
Versagen ist das falsche Wort, aber dass es nicht klappt, ist ja schon praktisch mitgeplant. Ja, wenn ich sage, ich probiere es, ja, dann, ja, Kann es auch ja sein? dann, wenn es dann nicht klappt, dann, ja, ich habe es ja nur probiert. Ja. Nur wenn ich sage, ich mache es und das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte und ich richte da meinen Fokus drauf, dann klappt es auch. Also davon bin ich zum Beispiel überzeugt. Also wenn ich Sachen wirklich will, dann funktionieren die auch. Also Ziele, das ist die Frage, wie setze ich meine Ziele? Und habt ihr ja auch eure eigene Rösterei oder Naja, kauft ihr es? geschickterweise macht das jetzt die Rösterei von Kikkoli Kaffee für uns. Ja, top. Ja. Okay, Weil da ja. weiß ich, dass der Robert, unser Produktionsleiter, halt einfach einen super Job macht. Ja. Und ist immer noch die beste Rösterei, die ich kenne. Die hast du ja auch aufgebaut. Genau. Das hätte ich jetzt auch Ja, nee, ich hab gesagt. vorher echt mir viele angeguckt und also es ist wirklich, das Tolle daran ist, und das ist jetzt vielleicht auch wieder Leichtigkeit und leichte und entspannte Produktivität, die da reinspielt. Wir haben von vornherein die Rösterei als ein Produktionsunternehmen aufgebaut und nicht als ein, ja, so ein handwerkliches, verkünstlerisches. Sondern wir haben gesagt, wir wollen tollen Kaffee machen, ja, und wir bauen es so auf, dass es wie ein Kätzchen schnurrt, die Produktion. Ja, und dann ist es jetzt unabhängig von der Tagesform des Röstmeisters. Es ist einfach immer sauber, es funktioniert immer und ich kann jederzeit hingehen und vom Boden essen. Ich habe einmal Kaffee geröstet und hatte nicht so die Konstante gehabt, weil eine Sekunde länger hat ja schon einen Einfluss gehabt, ob die Bohne dann zu schwarz ist oder Ja, verbrannt oder. ja. Aber das war mit so einem. Okay, die kleinen Röster Die sind dann waren. anders. Das war heftig, auch der Ruß, der da raus. Also Nachbarn, na egal. Ja, guck, und da könnte ich ja jetzt argumentieren, ja, das hängt halt von der Tagesform ab, des Röstmeisters. Ja, und ich will einfach nicht, dass es von der Tagesform von Einzelnen abhängt. Ich möchte ein optimales Produkt haben, Konstant ist. was konstant ist und was unabhängig von demjenigen oder derjenigen, die da in der Röstanlage steht. Und das hat ja Robert aufgebaut, da bin ich heute noch begeistert. Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast? Ich bin so auf dem Punkt, Ratschläge, höchstwahrscheinlich der beste Rat, den ich jemals gekriegt habe. Ratschläge sind auch Schläge. So, was bedeutet das, wenn ich dir einen Rat gebe und sage, aus meiner Sicht solltest du unbedingt das und das machen? Dann können zwei Sachen passieren. Also entweder es funktioniert zufälligerweise für dich auch und sagst, oh, der Christian hat mir einen guten Rat gegeben. Oder es funktioniert einfach rein statistisch überhaupt nicht für dich, weil du ein anderer Mensch bist in einer anderen Situation und es funktioniert nicht. Und dann sagst du, Herr Christian, was der mir erzählt hat, ist ja ein Schmarrn. Also deswegen, ich bin kein Freund von Ratschlägen, sondern von Erfahrungen. Also wenn du mich jetzt nach einem Rat fragen würdest, ja, zu irgendeinem Thema, würde ich fragen, ob ich dir eine Erfahrung teilen kann. Und wenn ich zu dem Thema eine Erfahrung habe, würde ich dir diese Erfahrung teilen. Und dann kannst du damit machen, was du willst. Was ist denn deine beste Erfahrung? Jetzt sag Das ich, da kommt muss ich ausholen. tatsächlich auf das Thema an. Also ich habe echt viele Erfahrungen. Zu welchem Thema hättest du gerne eine Erfahrung? Ihr seid ja immens gewachsen. So zwischen einer Idee, die zwischen euch beiden entstanden ist, bis zu einem Unternehmen, was in unfassbar vielen Konzernen platziert ist, 400 Mitarbeiter. Da kommen ja dann ganz, ganz schnell Personalthemen auf, die einen sehr vereinnahmen können, weil das so ein bisschen weg vom Operativen oder von, ich gucke auf Unternehmen drauf und versuche es zu entwickeln. Na, jetzt bin ich aber drin. Jetzt muss ich mich auf einmal mit Sachen beschäftigen. Gab es da Erfahrungen, die du teilen kannst, wo du sagst, das war ein guter Weg, damit umzugehen oder eine Ja, Struktur reinzubringen? sehr gerne. Also was ich leider erst danach gelernt habe, ist eine vernünftige Unternehmensstrategie aufzubauen. Und das ist jetzt das, was wir bei der Coa Academy und bei Frieda und Fritz auch machen und was ich auch im Coaching mit anderen Gründerinnen und Gründern mache. Erstmal die Grundfragen, dass ich mit denen die Grundfragen der Strategie kläre. So dieses, wofür machen wir das? Also was ist unser Beitrag in der Welt, abgesehen vom Geld verdienen und vom Arbeitsplätze schaffen? Und Lust haben. Und Lust haben, sondern ja, Lust haben kann da auch noch schon mit reingehen. Wir leisten folgenden.
Beitrag. Also zum Beispiel bei der Core Academy, we help leaders to succeed with ease. So, da haben ist die Leichtigkeit. Ja, genau. Also so dieses, wir hatten erst relaxed oder entspannte Produktivität, aber in Entspannung ist immer noch Spannung drin. Also deswegen sind wir da jetzt auf das Englische. Succeed with ease. So, dafür machen wir alles, was wir machen. Also wir helfen Führungskräften zu leichter Produktivität. So, das ist die erste Frage. Und daraus ergeben sich schon so viele Sachen und daraus gibt es schon so viele Sachen, die wir dann nicht tun. Also wir werden keine Regenschirme verkaufen. Selbst wenn einer kommt und sagt, guck mal, wir haben jetzt so viele Kunden hier und die würden doch auch bestimmt Regenschirme kaufen. Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Das ist der Purpose, der Unternehmenszweck. Dann die andere Frage, wohin wollen wir kommen? Also wir wollen zum Beispiel dahin, dass bei der Core Academy bis 2027 eine Million Menschen von Core ausgebildeten Führungskräften geführt werden. Und dann, genau, das ist was auf den Purpose einzahlt. Und damit fallen schon wieder so viele Sachen weg, die wir auch machen könnten von dieser Vision. Weil ihr damit auch gleichzeitig den Fokus drauf legt. Ja. Und dann ist noch die dritte Frage, ist, wie sind wir eigentlich? Also wie arbeiten wir zusammen? Also zum Beispiel war... Auch Werte wahrscheinlich. Ja, es sind die Werte. Und dann fangen die Strategien an, okay, was machen wir denn jetzt in den nächsten 3 bis 6 Monaten dafür, um unsere Vision zu erreichen, um unseren Purpose zu befeuern. So, und da haben wir bei Kiko die Café schon Ansätze immer gehabt, nur da bin ich jetzt deutlich klarer in dem, wie ich sowas aufbaue. Ja, das ist meine Erfahrung dazu. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, was ich gelernt habe und was höchstwahrscheinlich eine sehr wertvolle Erfahrung für mich war, so dieser Punkt zu wissen, Management und Führung, ich kann es lernen. Ja, also es ist nichts, womit ich geboren wäre und was ich irgendwie können muss von Anfang an, sondern ich darf das echt lernen und ich darf da Energie auch reinstecken, mich damit zu beschäftigen. Was mir bei dir so gefällt, man kriegt ja viel mit Coaches, ich bin dein Coach fürs Unternehmen. Es sind ja so unzählige Definitionen und Menschen, die das machen, dass man so gar keinen Überblick bekommt. Es fällt auf jeden Fall sehr schwer, da herauszufinden, wer passt zu mir denn am besten. Ja. Und was ich jetzt zumindest so für mich mitgenommen habe, was mir an deinem Tun gefällt, ist, dass du schon etwas mega aufgebaut hast und da auch schon sehr viele Dinge erreicht hast, wo viele noch von träumen. Höchstwahrscheinlich, ja. Deswegen finde ich das auch so gut an dir, dass du auch schon etwas gemacht hast, bevor du es anderen beibringst. Ja. Ganz oft ist es ja so, ich habe noch nichts erreicht, aber ich habe schon mal ein Buch gelesen. Ja, und ich bringe das den anderen jetzt bei, wie sie es machen, aber ich habe nicht die Erfahrung eigentlich. Ja. Sondern ich habe nur etwas Erlerntes. Ja, und das gibt mir halt Glaubwürdigkeit höchstwahrscheinlich an manchen Ecken. Ja, Glaubwürdigkeit und das ist ein gutes Gefühl, dir einen Vertrauensvorschuss, der schon mal da ist, ohne dass du viel dafür machen musst. Hast du auch schon was in den Sand gesetzt? Gott sei Dank nicht. Oder ich weiß es nicht, vielleicht die Erfahrung fehlt mir tatsächlich. Also es war tatsächlich mit Kiko die Café stellenweise sehr knapp. Wir wären fast mal pleite gewachsen, weil wir halt einfach zu schnell gewachsen sind und die Liquidität nicht mitkam. Also das hätten wir fast versemmelt. Also das war ziemlich knapp. Hattest du es auch kommen sehen? Oder war das so im... Ja, wir hatten den Fokus woanders, schätze ich mal. Ja. Ja. So, das und natürlich jetzt auch mit der Akademie und mit Frieda und Fritz, dem Online-Shop. Es sind immer wieder Phasen, wo wir denken so, ach, jetzt wird es knapp. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da gerade dabei sind, irgendwas zu versemmeln. Also ganz im Gegenteil. Nur es gibt halt immer wieder Phasen, höchstwahrscheinlich auch bei Startups, wo ich denke so, ja, puh, knapp jetzt. Also meistens halt liquiditätsmäßig, ja, weil dann irgendwie Rechnungen... Was sagt denn deine Frau über dich? Ach, ich glaube, das macht Spaß mit mir. Das ist der eine Punkt. Also Spaß ist mir ja auch wichtig. Und meine Frau ist ja auch Unternehmerin. Also die hat ja ein eigenes... hat ein Biotech-Unternehmen mitgegründet, sind jetzt auch mittlerweile an der Nasdaq gelistet in den USA und auch verrückt. Ja, also die ist jetzt gerade die erfolgreiche Unternehmerin im Haus. Ja, okay. Vielleicht müsste ich sie auch mal interviewen. Ja, gerne. Jetzt ist sie gerade weg. Ja.
Ja, also bei der geht es halt gerade richtig ab. Und welche Eigenschaft an deiner Frau schätzt du am liebsten? Oh, die Hella ist super fokussiert. Also die noch mehr als du? Ja, das ist Arbeit und Pferd. Das sind so die zwei wesentlichen Themen. Und du? Manchmal. Ja, und Pferd. Naja, und ich auch. Also ja, wir machen coole Sachen zusammen. Und ich sehe so immer, also als wir uns kennengelernt haben, hat die Hella gerade eine Ausbildung zur MTA gemacht. Ich habe studiert. Das heißt, sie hat dann gerade Geld verdient. Jetzt auch. Okay. Ja. Okay. So, und dann ging das immer so schrittweise hoch. Also ich habe Diplom gemacht, dann habe ich angefangen zu arbeiten. Sie hat Diplom gemacht, dann Doktorarbeit. Dann habe ich Unternehmen gegründet. Dann hat sie angefangen zu arbeiten. Dann bin ich raus aus meinem Unternehmen. Und gerade in der Zeit hat sie dann ihr eigenes Unternehmen gegründet. Also das heißt, ich sehe das so ein Schritt für Schritt, wie wir uns so hoch hangeln. Wir waren mal auf einer Hochzeit in Berlin. Und es war auch so wie heute relativ warm. Da saßen alle in der Kirche und dann kurz vor der Predigt waren alle schon so, jetzt noch eine Predigt. Und dann ist der Pfarrer auf die Kanzel gegangen, hat so geguckt und hat so gemerkt, okay, die schlafen alle ein. Und hat dann einen Satz gesagt und hat gesagt, die Ehe ist ein Joch. Und plötzlich waren alle, was? Also Joch hört sich ja so negativ an. Und dann hat er angefangen zu erklären, was ein Joch ist. Und Joch ist ein Produktivitätstool. Weil ich kann nämlich mit einem Joch, wenn ich das zwei Ochsen auf die Schultern setze, können die praktisch ihre Kraft bündeln, um zu pflügen. Ja? Und in diesem Sinne, hat er gesagt, ist die Ehe ein Joch, weil es ist ein Produktivitätstool, wo praktisch zwei, Klammer auf Ochsen, wo zwei Menschen ihre Produktivität bündeln, um gemeinsam durchs Leben zu pflügen. Super spannender Ansatz. Genau. Und genau so sehe ich das bei uns auch. Also wir pflügen echt, also wir pflügen halt echt was. Unterstützt ihr euch viel gegenseitig, dass ihr von denen die Sachen, die einen beschäftigen, dann mitteilt? Ja, schon. Also ich glaube, die Hella teilt da noch mehr als ich. Wir lernen halt immer voneinander, weil es einfach immer wieder Themen gibt. Ich meine, natürlich habe ich daheim Coaching-Verbot, weil es halt dann gern so in dieses Ratschlag-Muster auch abrutschen könnte oder als passivter Ratschlager. Hey, komm, also in dem Fall würde ich, hey, kündig dem doch oder was weiß ich. Genau. Da bin ich zum Beispiel sehr vorsichtig und wenn mich die Hella nach Erfahrungen fragt, gibt sie natürlich. Ja. Was hältst du denn von dem Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten? Es gibt so zwei Projekte, die ich im Hinterkopf habe, die ich höchstwahrscheinlich nicht machen werde. Das eine ist, ein Fotobildband zu machen über Männer in unwürdigen Gefährten. Also weißt, es gibt ja so Männer, die so einen Aufsitzrasenmäher fahren müssen oder irgendwie. Also so, oder so diese Wischautomaten. Ja. Also wo halt Männer stolz auf irgendwelchen Geräten sind, wo du denkst, so, was ist das? Das wäre so das eine Bildband. Ich habe schon die ganzen Bilder im Kopf, die ich dafür haben möchte. Das zweite ist eine Sammlung, vielleicht so Kalendersprüche, Durchhalteparolen für den kleinen Mann, heißt das. Oder die kleine Frau. Ich glaube, ich mache es für den kleinen Mann. Ich gender das dann nicht. Und da würde dieser Spruch reinkommen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, weil das eine super Ausrede ist, nichts Neues zu versuchen. Ich bin voll und ganz bei dir. Ja. Und im Sinne des Fokus bin ich natürlich froh, wenn der Schuster ein Profi ist mit seinen Leisten. Es gibt immer zwei Seiten. Ja, es gibt immer zwei Seiten. Ne? Also so ja. für mich oder für jemanden, der nicht Schuster ist, ist es vielleicht ein schlechter Ratschlag. Und für den Schuster selber? Ist es vielleicht ein guter Ratschlag. Ja. So, deswegen sind wir wieder beim Thema. Ratschläge sind auch Schläge. Ich kann es nicht. Also ich kann nur auf die Erfahrung des Schusters hoffen, der sagt, ich bin jetzt 30 Jahre bei meinen Leisten geblieben und für mich hat es funktioniert. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Johannes. Hat echt Spaß gemacht. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann folgt uns und erzählt andere Menschen von unserem Tun. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion. Bis denn.